Ja, hallo? Jo, Opa Superlit, wo bist denn? Hey, ich bin ja bei so einem schicken Bell. Was? Beim schicken Well? Bell, ja, schicke Clunky Bell heißt das Ding. So ein Ach, beim klangigen KFC-Verschnitt. Well. Ja. Hast du mal Bock zu Atomic zu kommen? Diamond ist hier. Ah ja, ich komme auch hier düst. Gib mir 5 Minuten. Alles klar. Jo, Bis bis gleich. gleich. Guten Abend. Jo, Ropi. Jo, na, was geht? Schicke Karre, Hallo, wem was gehört ja? die denn? Alles Klärchen. Es ist Danke, morgens. hole ich direkt noch den Nicht Kanister. schlecht. Alles klar. Ach so, du brauchst Schlüssel. Wollen wir dann gleich alles zusammen abkassieren, oder wie ist das? Ja, Ruby, das hier mit dem weißen Shirt, das ist Diamond. Dankeschön. Diamond, das ist der rappende Opa. Jo. Ja, jo. Was geht, Mann? Habe ich nicht deinen Wagen getunt, Mann? Ach, du bist das! Verrückt! Ich hab hier bei der App rumgeschwebt und hab mich da mal angemeldet und hab deinen Song gehört. Nicht schlecht, Kollege, nicht schlecht, Danke, Mann, Mensch. danke. Ha! Ich hab gehört, du bist auch ein krasser Motherfucker. Ja! Man lernt Lass nie doch mal aus. hören, Mann, lass doch mal hören. Ja, jetzt hier einfach so. Ja, natürlich. Scheiße, Mann, hol dein Handy raus und mach den Shit an, Bro. Ja. Okay. Aber wenn du das sagst, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wird wieder Zeit für ein bisschen Gangster-Rentner-Rap, Junge! Ronin, komm rüber. Doch Opa trinkt Eis. Eine Mille Major Deal und Opa schlägt ein. Ich bin reich wie Walter White, weil deine Mama für mich kocht. Nicht in der Küche daheim. Nein, ich mein allerfeinsten Stoff. Aber für deine Kleine einfach so auf meinem Mofa. Für sie Gassi an der Leine, 50 Shades auf Opa. Im Dunkeln funkeln weiße Tennissocken in Flipflops. Opa liefert wieder feinsten Hip-Hop am Krückstock. Ne Schafe im Nachtschrank, Junge, scheiß auf Bibel. Opa vertritt Jizzes bei 187. Komm aus ner Zeit, in der Viva und MTV noch super doof war. Opa, der Inbegriff eines Tupac. Posters. Opa ist nicht alt, er ist der fresheste Newcomer. Zu Hammer, bald mit Rulator auf dem Juice-Cover. Bin nur down mit meinen Enkeln, geh beiseite. Ihr könnt machen, was ihr wollt, der Opa bleibt der gleiche. Ahoi! Junge, Junge, Alter. Crazy shit, Mann. Das hat richtigen Oldtimer-Drip, Mann. Ah, Was vielen wollen wir denn Dank. hier machen, Mann? Dankeschön. Ah. Ja, ich wollte Ach, mal guck mal, da hinten fragen, ist mir. wie man hier an euer Label Jo. kommt. Jo, halt mal ein bisschen leise dahin, bitte. Dankeschön. In das Label, Mann, ist ja nicht mein Label, Mann. Ich bin ja auch nur unter Vertrag, Bro. Ja, Dann aber musst du vielleicht dich mit hast du den da Palettis connecten. ein paar Kontakte für mich. Scheiße, Mann, vielleicht redest du mal mit Shorty, Mann, der macht den ganzen Manage-Shit, Bro. Ja, hast du da eine Nummer für mich? Ist der dein Lila? Ist der ein Lila, Mann? Ach so, hier am Auto. Genau, Bro. Okay, cool, ja. Warte ich mal ab und dann frage ich mal nach. Aber kranker Stuff, Bro. Vielen Dank, danke. Wer war denn dieser Einsack-Zwiebelmann, von dem du geredet hast, Bro? Ah, ist so eine komische Straßenbande halt. Die machen wir mal ja hier auf dem Kiez in Hamburg. Crazy, Mann. Wo kommen da nicht auch die Palettis her? Oha! Glaub schon. Vielleicht kennen die die, keine Ahnung, ich steck da nicht so drin. Dann guck mal, Opa, das da hinten ist mir. Die mit den Ja. Zöpfchen. Die kenne ich schon, tatsächlich. Ah, okay, cool. Ah. Ich habe auch schon kommentiert hier bei eurem, übers Streichelfon habe ich, nee, übers Tablet habe ich kommentiert. Ja, ich will ein Feature mit dir. Liebe Ja, Grüße, der Opa. Opa. Lieber leiser jetzt, Was, Opa. wo? Wo hast du Na, kommentiert? unter einem Song von dir. Welchen denn? Gute Frage. Kurzzeitgedächtnis. Ah, ich habe auch fleißig Likes verteilt. Ich habe gestern bestimmt eine halbe Stunde eure Songs durchgehört. Der Opa ist ja immer interessiert, was ihr Jugendlichen so macht. Man muss ja mit der Zeit gehen. Ja, der Opa ist generell immer für Musik zu haben. Also wenn jemand hier mal noch ein kleines Plätzchen auf einem Song frei hat, sagt Bescheid. Weil wir Musiker, wir müssen uns unterstützen. Na. Scheiße, Mann. Ja, so muss ich hier diese Queen Millie dissen, yo. Wieso musst du die Boah. dessen? Ja, weil ich die dissen muss, Mann. Gibt's hier Was hat sie Beef? getan? Was sie gemacht hat, Mann. Ja. Ich war von bei Lucky. Und
Nee, Mann, ich will gar nicht darüber reden, Mann. Hat sie dir die Zukunft gezeigt? Was für eine Zukunft, Mann? Ah, okay. Hat sie also noch nicht. Nee, hat sie nicht. Okay. Ja, wenn du mal ins Stripclub gehst und die Zukunft fragst, dann wirst du was zu sehen kriegen. Ja. Vielleicht will ich das ja gar nicht sehen, Mann. Das steht auf dem anderen Blatt. Ich habe einen guten Diss-Track gegen die gemacht. Das heißt, ihr habt Stress miteinander, oder was? Ja, was heißt Stress, Mann? Ah, Promopi, verstehe. Nee, auch nicht, Mann, auch nicht. Das ist schon Real Talk, Bro. Oha! Aber Opa, ja? Mit Freestylen hast du es nicht so, oder? Nee, leider nicht. Guck mal, ich bin ja auch schon alt. Ich kann ja nicht so schnell die Wörter. Opa, nee, mach ich selber. Aber Freestyle geht nicht, Mann. Nee, weil ich bin ja, ich hab eine lange Leitung, weißt du? In meinem Kopf geht das alles nicht mehr so schnell. Muss Scheiß, mich da, Mann, das verstehe ich nicht, Mann. Muss mich da schön hinsetzen mit meinem Zettel und meinem Stift und dann geht's los. Ich will mal ein Feature mit Diamond machen. Ja, ich bin sowieso der Meinung, ja, die müssten mal alle hier, alle die hier in der Stadt so ein bisschen Musik machen, außer natürlich die, die Stress haben, die sollten mal alle hier so ein bisschen kreuz und quer ein paar Lieder machen. Ich bin für alles, was gute Musik hervorbringt. Ja, Hauptsache fresh Beats. Ich bin ja auch nur Konsument. Ja, ich sag immer, der Beat ist der halbe Miete. Scheiße, Mann, wenn du Rap machst, Opa, Mann, dann müsste ich ja nicht Schlager produzieren, sag ich dir, wie es ist, Mann. Naja, ich mach das ja auch nur, um mit der Zeit zu gehen. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, ne? Na, Mann, also fühlst du dich wie ein Youngster, Opa. Ja, aber ist ja auch nicht so leicht, einmal hinterherzukommen bei euch mit eurem Trip und Drill und was ihr da alles für englische Wörter benutzt. Da bin ich raus. Reicht, wenn ich Fresh kenn. Fresh kenn ich, ja, Fresh. Fresh, Mann. Ja. Aber ich bin fresher than you, Bro. Naja, ja. Und Newcomer, das Wort kenne ich auch noch. Newcomer. Ja. Manchmal muss ich auch nachschlagen, da höre ich mir eure Songs an, dann muss ich erstmal mit meinem Google-Phone gucken, was ihr überhaupt meint. Aber als Rapper muss auch zuschlagen, Opa, Mann, nicht nur nachschlagen, ich sag's dir. Oha, ja, mir ist heute ein Unfall passiert, wenn du das wüsstest. Wie, was denn für ein Unfall? Naja, da wurde jemand zusammengeschlagen, dann bin ich ausgestiegen, das Wort meine ich, bin ich ausgestiegen, hab gefragt, ob alles in Ordnung ist, da kam einer um die Ecke und der hat dann gesagt, Opa, verzieh dich, hab ich gesagt, hab mal Respekt vorm Alter. Und dann hat er mir eine gegeben, hab ich hier, guck hier, zack, hab ich gemacht, zack, und dann lag er lang, hier, zack, da. Ja. Hat zugestochen und weg war er. Leg dich nicht mit Opi an. Nee. Das ist gefährlich, ja. Scheiße, na, was soll ich machen? Notwehr, Polizei war auf meiner Seite, ja. Da wird nicht lang gefackelt. Man darf sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Ja, das ist richtig. Aber mein Straight, Favorit, man. Mein Favorit ist Pfefferspray. Das tut wenigstens ein bisschen schön lange weh, weißt du? Er kann ewig nichts sehen. Du bringst sie gern zum Heulen, sagst du. Ja, genau. Wie die Dame in der ersten Reihe. Bis dir die Höschen zufliegen. Ja, wird mal so ein Liebessong ausgepackt und dann kommt Tränchen. Scheiße, Mann, wollen wir nicht mal so einen Love-Song schreiben, Opa, Mann? Ja, ich hab ja schon überlegt. Ja, lass mal einen Love-Song schreiben. Lass mal einen Love-Song an Mia schreiben. Oha. Dann hast du Price auf der Matte. Nee. Ist es vorbei? Ja, doch schon mega lange. Das weiß ich ja nicht. Ach ja, stimmt, da saß ich neben Shepard, der hat den angerufen. Der hat dem gedroht, der hat gesagt, wenn du noch einmal ja, mit Mia Stress hast, so, dann gibt's Ärger ja mit dem Rentner. Dann hat er gesagt, naja, das wiederhole ich jetzt lieber nicht. Rappenden Rentner. Ja, wobei ich aufpassen muss, der Herbert ist kein guter Umgang. Warum? Was macht denn der? Was macht. Wie Herbert? Herbert Shepard, ja. So aufpassen. Der ist irgendwie gefühlt bei jedem hier gesucht auf der Kopfgeldliste und wenn dich mit dem sehen lässt, dann hassen dich alle. Wurde so ja schon entführt und an der Hafenkante gestellt und da wurde gesagt, wenn ich das nicht kläre mit dem Shepard, dann bin ich der Nächste, der an der Hafen landet. Oha. Ja, hartes Pflaster hier. Was ist denn dieser Shepard für eine? Ja, der hat immer ein bisschen hohen Blutdruck. Da rastet er mal aus, dann hat er eine Knarre und dann schießt er ein bisschen um sich. Schwierig. Ach so. Ah, schwierig. Ja, Diamond, da müssen wir noch mal quatschen. Und die Songer wäre der Opa dabei.
Da hüpft das Herz gleich höher. Ich weiß nicht mehr, ob ich das kann, Mann. Ah, einfach ein bisschen, jo, Schätzchen hier, Schätzchen da. Schlägt mein Herz schneller und sowas. Ja, das krieg ich wohl hin. Scheiße, Mann, du legst vor, Mann. Ah. Ja, Mann, du machst so eine Skizze ready, Mann, Opa. Ah. So, mit einem Part, Mann, vielleicht noch Hook oder so, Mann. Und dann bind ich mich da einfach an, so, you know? Ah, mach ich vielleicht mal die Tage. Ich hab sowieso Lust, ich hab eigentlich noch, ich hätte so ja noch 4 Songs, aber die nehme ich natürlich erst auf 4, wenn ich in euer Label komme. Vorher macht das ja keinen Sinn. Das ist ja nicht unser Label, Mann. Naja, ihr hängt doch auch nur Künstler, Bro. Aber ihr seid doch eine Gang hier, ihr hängt doch alle zusammen rum. Oh, warte mal, es klingelt. Nee, doch nicht. Nee, die haben ganz viele verschiedene Künstler von allen Ecken der Stadt. Dachte, so ein Label hält zusammen, was ist das denn? Nur Geldmacherei oder was? Naja, es gibt nur ein Label in der Stadt, so. Vielleicht gründet der Opa einfach ein neues. Nee, nee. Ich glaube, das ist viel Kopfzerbrechen. Ja, ich glaube auch. Ich will ja nur Musik machen. Musik ist alles besser, ich sag's euch. Absolut. Und vor allem profitieren Künstler untereinander in so einem Label ja auch. Ja, das stimmt. Oder sie wissen sich. Die Diss-Tracks von den Bricks, die sind auch echt, ja, salzig manchmal. Aber wer sind Sie denn, ja, junge Dame? Die kenne ich noch ja nicht. Wir sind uns, glaube ich, nur mal kurz begegnet vor ein paar Tagen. Ich bin Casey, ich arbeite hier. Ah, ach ja, Sie waren die nette Dame da hinten, ja. Euer Auto fertig gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Die Rennpappe war das. Genau, genau. Ja, Teflon beschichtet und Kartonbeschichtung, ja, damit der Auspuff nicht die Pappe abbrennt, ja. Existiert das alles noch, ja? Ja, steht vor der Türe, super, super. Großartig. Die Soundanlage ist auch Bombe. Das freut mich zu hören. Wie sieht's aus? Fahren wir gleich mal zu dieser Rooftop-Party? Da ist kein DJ, Mann. Wie, da ist kein DJ? Was ist das für eine Party? Da ist kein DJ. Ja, Abdul hat mich angerufen und meint, ob ich einen DJ kenne, so hab ich gesagt, Bro, I don't know. Ja, ich kenne das normalerweise, macht das doch immer Essie oder so. Oder Chai. Da hinten steht ein DJ. Da kommt er. Oder sie. Kann ich mein Auto schon nehmen, oder? Meinte Casey nicht, du musst... Hä, was? Das muss trocknen, Mann, in der Garage. Ja, wie lange denn? 3 Stunden, Mann. Mindestens 3 Stunden. Okay, kann mich jemand wohin fahren? Ja, klar. Wohin denn? Ich muss zum Park. Zu dieser Party? Ja. Partys im Park? Diese Rooftop-Bar. Ah ja. Machst du da den DJ? Nee, ich hab vergessen, dass die Briggs Family eingeladen haben und ich bin die Einzige, die gerade unterwegs ist. Wäre schon kacke, wenn ich nicht mal kurz Hallo sag. Ja, die haben wohl kein DJ da. Also ich könnte dich fahren, Mann. Es sei denn, du willst mit Opa fahren, jo. Können auch alle zusammen fahren. Zusammen, Mann, da musst du in meinen Kofferraum springen, Bro. Nee. Wie lenk ich bin ich nicht. Von den Leuten von der Party? Leider nicht. Nee, aber wenn du da hinfährst, sind die das ist Abdul, der das macht. Okay. Wo ist das? Vielleicht bin ich ja gleich DJ dort. Jo, wir kommen mal vorbei gleich. Ciao. Wo ist das? Welcher Park? Ah, nee, das ist so eine Rooftop-Bar auf so einem Wolkenkratzer. Wow. Was ist denn das? Wie erklärt man das? Ja, da ist der Boden komplett aus Glas, da kannst du runtergucken. Wow, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das müsst ihr mir mal zeigen. Nee. Wie erklärt man denn das, wo das ist? Das ist in der westlich, Nähe vom Central Park. Auf jeden genau, Fall. Westlich vom Central Park Café. Wir können da ja mal hindüsen, wenn da Party ist. Wir kommen da schon rein. Jo, ich warte nur auf meine Leute. Sind die? Was machen die? Naja, Ronin hat gerade seine Autos machen lassen. Ach so, ja, muss er ja warten, bis das trocken ist. Ja, der wartet hoffentlich nicht hier. Jetzt musst du dir merken, Opa. Ja. Rohan ist ein Drecksloch. Und verseucht bis oben hin. Was ist ein Drecksloch? Ja, da haben sie mal Atommüll entsorgt. Wie heißt das? Rohan, oben, der Stadtteil Rohan. Da ist der Hafen, wo sie mich ausgesetzt haben. Wenn du auf deinen Streichphone guckst, hast du da die Karte der Streichphone? Ah. Er hat ja vorhin gesagt, Streichphone oder so? Streichelphone, ja, muss man mal streicheln. So, und jetzt guckst du mal oben. Ja. Da ist Bowen. Verstehst du, was ich meine? Ja, oben, ja. Warum? Wie gehört die Gegend? Warum könnt ihr die nicht...
Einfach ein Drecksloch, das ist einfach so, das sagt man so. Ach so. Weil da halt Atommüll gelagert worden ist. Ach so. Ja. Verrückt. Coolster Schuppen in der ganzen Stadt, wenn es um Autotuning geht. Ja, hab ich gesehen. Die Pappe, die ich hab, die ist fabelhaft. Ja, Wahnsinn. Und die Soundanlage. Junge, man hört mich immer schon von 100 Meter Entfernung. Glaub mir, die Pappe hält bei jedem Unwetter. Ja, das hoffe ich, sonst stehe ich auf der Matte. Da bin ich richtig Allmann. Das ist gar kein Problem, dann kriegst du eine neue, falls sie nicht hält. Ja, perfekt. Ob es jetzt tut, sie was es soll. Schick aussehen. Das freut mich. Und dranhängen, abhängen. Ja gut, dann guck ich mal, ob wir jetzt zur Rooftop-Bar fahren oder nicht. Ja, wo ist denn jetzt hier, wie ist der nochmal, der mit dem pinken T-Shirt? Na guck, da kommt er. Ach, Shorty meinst du? Ach ja, Shorty. Du musst halt mal hingehen. Aber der macht Geschäfte, das ist schwierig, will ja nicht immer einfach reinplatzen. Ach, einfach reinplatzen. Einfach reinplatzen, sagt sie. Einfach reinplatzen, ist ja nicht so schlimm. Shorty, ich soll einfach reinplatzen. Ja, klar. Alles klar. Ja, Opa, Mann, das war gerade richtig fresh, Mann, aber du warst ein bisschen laut, sorry, Mann. Ja, tut mir leid. Ja, nee, kein Disrespekt, Mann, das war cool, war nice, Mann, hat mir gefallen. Ja, vielen Dank. Ich hab gehört, du hast ja managed hier ein bisschen das Label. Ja, richtig. Nee, das Label manage nicht. Ich manage nur Damon. So, wenn du Bock hast, Mann, und echt so Kontakte? Ich krieg dafür keine Kohle und so einen Scheiß, Mann, aber wenn du Bock hast, mach ich dir den Kontakt klar, Mann. Da kriegst du 100 riesen viel, wenn du einen Vertrag unterschreibst. Wow, ja, ich hätte da schon Bock. Will auch ein paar Songs da in die komische App hauen. Perfekt, Mann, dann ruf ich ihn jetzt direkt an, Mann, weil er Zeit hat, Mann. Ja, das wäre ein Träumchen. Das ist gar kein Problem. Seit 2 Tagen versuche ich irgendjemanden zu erreichen. Auch nicht so einfach. Wie gesagt, was du dann mir geben willst, ist deine Sache, Mann. Ich möchte das gerne, Mann, auf Leidenschaft, wenn du Videodrehs haben willst und so einen ganzen Shit, darum kümmere ich mich alles, Mann. Ich kümmere mich auch darum, dass deine Lieder released werden. Du schickst mir deine Lieder zu und ich schicke die dann direkt gemacht hat, Mann, ins Studio weiter. So. Wenn du Bock drauf hast. Hab ich Bock. Pass auf, gib mir mal deine Nummer, weil der ist gerade nicht erreichbar. Ich schreibe dir eine SMS, Mann. Muss auch abliefern, Bruder. Na klar. Ich hab schon mit Diamond gerade ausgemacht, wenn mal ein Liebessong über mir. Ja, ich habe eigentlich gesagt, dass jeder, der mit Diamond ein Ding haben will, ein Feature haben will, 25 Riesen dafür bezahlen soll. Mal gucken, was du dafür zahlen musst. Na, du höre mal, du musst froh sein, wenn du nicht zahlen musst. Nee, ich zahl gar nichts, Mann. Ja, aber Diamond. Nee, Diamond, hast du die Mucke von Diamond gehört? Ja, komm. 3-6. Genau. Perfekt. Wow, das Telefon klingelt. Moment. Ich will mal kurz pinkeln, Shorty. Oder auch klar, nicht. Bruder. Wie ist denn dein Künstlername, Mann? Der Opa. Opa MC oder so, aber einfach nur Opa. Weil es gibt ja schon einen anderen Opa hier in der Stadt. Das wird für Verwirrung sorgen. Der Opa. Der Opa. Ja. Der Opa. Okay, wunderbar. Ich hab sogar schon eine Künstlerseite angelegt. Hast du das schon gemacht? Perfekt. Ja. Du kannst mir gleich Abmengenrechte zugeben. Ich werde dir heute Nacht noch 7 Leute einladen. Wow. Die werden. So, Rapper, ja? Okay. Sehr gut, Mann. Speichere mir meine Nummer ein. Ich bin Shorty. Und wie gesagt, ich will da nichts für haben, Mann. Einfach nur aus Leidenschaft in Chat, jo? Ja, oft korrekt. Gib mir mal noch deine Nummer. Ach, ich hab dich doch gerade angerufen, oder nicht? Ach, das warst du? Ja. Was hast du denn für eine Vorstellung, Mann? Also, ich muss mich ein bisschen mit deiner Musik befassen. Schick mir mal was am besten zu, Mann. Ja. Wir machen das ja immer in Ruhe. Und dann gucken wir mal, wie Videos hier für dich veranstalten und ob du Frauen brauchst, ob du Autos brauchst oder ob du einfach irgendwie so ein Seniorenheim brauchst, wissen wir noch nicht mal. Wir mal gucken, was da so kommt, weißt du, ich meine? Ja. So, Schaut, also ich hatte auch ein paar Ideen auf Lager, Mann. Ich habe mehr Bretter an Ideen auf Lager als im Baumarkt, Mann. Kannst dich darauf verlassen. Verrückt. Ja, also ich habe insgesamt eigentlich schon 4 Songs fertig. Ich habe die nur noch nicht aufgenommen, weil ich erstmal ins Label wollte, weil vorher macht das Scheiße, ja keinen Sinn. Ja, pass auf, wir machen das so, Mann. Wir werden deinen Track heute vielleicht noch jemanden zeigen. Ja. Ein von den Track. Zeig nicht alles. Nicht das ganze Pulver verschießen, Mann. Ja. So, mit der Vertragsunterschrift wirst du 100 Riesen. Wenn du 4 Bretter hast, ja, du sagst, du hast 4 Bretter ready und kannst dir auch wirklich, also eine EP droppen, ja? Ja, kann ich. Dann hol ich dir 150 Riesen raus. Ja, aber du hast gerade gesagt, ein Song 100 Riesen. Mach dir eigentlich 400. Ja, Moment mal eben. Du hast das Problem, dass du die Unterschrift von der Riesen kriegst. So, da ist nichts mit, wie viele Lieder du machen musst. So, wenn du aber eine EP drops innerhalb von ein paar Tagen oder von einer Woche, hast du 150 Riesen bei der Vertragsunterschrift. Ja. Also hast du nicht pro Lied 100 Riesen, du hast
100 Riesen. Oder du kann auch halt... Firma auf dem Zettel unterschreiben. Macht das einen Unterschied? Ja, ich glaube nicht, Bruder. Aber du kannst, okay, kannst auch 50 Liter machen. Du kriegst trotzdem nur 150 Riesen dann. Das ist ja scheiße, aber ja, kriegen wir hin. Was ist denn scheiße, man? 150 Riesen ist eine Menge Geld, Mann. Ja, und das war's dann. Einmal 150 und dann ist egal. Bei 150 Riesen kriege ich aber 3%, Mann. Hast du nicht gerade gesagt, ich kann mir aussuchen, wie viel ich dir gebe? Bei 150 Riesen kriege ich 3%. Jetzt müsste ich rechnen können. Mensch, ich bin alt. Was sind denn 3% von 150? Was ist dein Ernst jetzt, oder was? Ja. Lass mir doch auf den Kopf sowas. Als ob du das jetzt... Guck mal, hol deinen Taschenrechner raus. Ja, ich kenne das Business. Man muss hier schon hart bleiben und verhandeln. Das sind ungefähr 15 Riesen ungefähr dann. Verrückt, ich hätte dir so ja 20 gegeben. Gut, machen wir 3%. Perfekt, Mann, ist doch gut. Und wie ist das bei Auftritten? Mit Gage oder so? Das ist mit Vertrag Unterschrift schon unterzeichnet, Mann. Dass du dann halt das Geld schon gekriegt hast. Ich meine, du kannst ja nicht pro... wir können gucken, Mann, ob wir ein bisschen was rauskriegen. Wenn du gut bist, Mann, dann nehmen wir Eintritt. Dann, ja, kriegst du den Eintritt. Und von dem Eintritt gibst du mir auch wieder 3% an, wenn wir sowas machen. Wie die ist das alles umsonst, was du brauchst, Schmuck und den ganzen Shit, darum kümmere ich mich, Mann. Ja, okay. Also, wenn du ein Auto brauchst, kümmere ich mich drum. Wenn du mehrere Autos brauchst, kümmere ich mich drum. Ja, ist ja gut, dass ich mir letztens erst selber ein Auto hier gekauft habe, verdammte Scheiße. Aber mal, ein Auto reicht ja nicht für so ein Video. Wenn du eine Schlampe brauchst, ein paar mehr, ob männlich oder weiblich, das bestellt man. Ich kenne bestimmt jemanden, der welche kennt. Guck mal hier, ich hab mich so ja schon hier, guck mal, ein Käppi, damit ich aussehe wie die Jugend. Weißt du, Mann, du musst aber genau diesen Stil, den du hast, beibehalten, Mann. Ja, ich hab ich extra ein Weiß genommen, passt zum Polunder. Ja, ich meine auch den Polunder, Mann. Den musst du auf jeden Fall anders, egal was du machst. Auch wenn du mal irgendwie so eine scheiß Lied machst, Mann, oder so ein Lied über Frauen und Männern, die nackig sind, Mann, dann lässt du den an und alles andere ziehst du aus, verstanden? Ja, das Polunder bleibt, verstanden? Der Polunder ist jetzt dein Markenzeichen. Ja, okay, passt. Okay, Mann. Ja, und nächstes Mal, Motherfucker, wenn du ein Feature anbietest, Mann, dann nimmst du dafür 25 Steine, okay? Ich dachte 50.000, Bro. Ja, aber Opa ist auch stabil, Mann. Opa ist stabil, Mann. Ich kann sagen, eigentlich ein Feature machen. Das erste machen wir umsonst für dich, sagen. Das erste. Wir machen Love Song, Bro. Das hat er mir schon erzählt, bei Mia, ne? Bei Mia, Bro. Okay. Aber ich weiß nicht, ob jetzt ein Grandpa und ein Typ, der 24 Jahre alt ist, über eine Frau, ich weiß nicht, ob das geil ist, Mann. Könnte ziemlich wieder Wacktext werden. Naja, er erzählt das aus der jungen Sicht und nicht aus der alten. Immer eine Frage, wie alt bist du eigentlich, Mann? 69 bin ich. 69? Ja. Scheiße, Mann. Ich glaube, du bist ein bisschen älter. Wenn dich jemand fragt, du bist 75, okay? Wieso? Ja, marketingtechnisch. Ich dachte, Opa ist ein 31er, Mann. Ja, nein, aber wenn marketingtechnisch so gesehen bist, wenn du näher am Tod bist, Mann, ist deine Musik mehr wert, weißt du? Guck dir mal an. Vorsicht mit deinen Worten. Ich hab dir vorhin gesagt, was passiert. Aber schau dir, Bro. Los. Den müssen wir hier so, weißt du? Wieso, wenn du so gut ist wie hier, weißt du, denk immer, an die Rente. Dicke Rente, Bro. Kann euch hören, ich stehe ja noch, hallo. Mann, der hat Schuhe ohne Schuhbänder, Mann. Ich glaube, der hat gar kein Geld, Mann. Scheiße, Mann. Das ist Bequemlichkeit. Ach, hör auf. Der riecht auch ein bisschen noch, Sag mal. Na, tot. Ich kann dich hören. Bro. Hallo, ich kann dich hören. Ey, kann doch gar nicht sein, Mann. Ich hab geflüstert, Bruder. Ja. Also dafür, dass du so alt bist, hat der Grießkram ganz schön gute Ohren, Mann. Ja, Mann. Der riecht trotzdem nach Tod. Ja. Der schleichende Tod kommt immer von hinten und unerhofft. Auch Tod ist ein Gefühl, Mann. Aha. Scheiße, also, Mann. Gut, Mann. Ich werde den Typ auf jeden Fall erreichen und wenn ich ihn erreicht habe, Mann, dann will ich deinen Arsch auf jeden Fall im Studio sehen und nicht im Seniorenheim, okay? Ja, geht klar. Gut. Schaut, die regelt das hier alles. Lass mal die Scheiße. Ich war jetzt auf die Party, Bro. Ja, ich will da auch hin. Wo ist die? Rooftop, Mann. Ach, du Central Park. Wow. Da wohne ich irgendwo in der Nähe. Ja, passt. Ja, Leute, dann viel Spaß, ja?